Eine Regierung, deren Wirtschaftsminister keine Insolvenzen, deren Innenministerin keine Grenzen und deren Familienministerin keine Geschlechter kennt. Unfassbar, liebe Freunde. Denn diese Ampel des Grauens, sie hat völlig auf grün geschaltet und sie hat jeden Bezug zur Realität verloren. Allein die Verabschiedung dieses unsäglichen Heizungsgesetzes vorletzte Sitzungswoche im Bundestag. Ein Gesetz, das die Deutschen 2.500 Milliarden Euro kosten wird. Noch haben die ja Gras nicht legalisiert, aber so wie die Politik machen, rauchen die das anscheinend jetzt schon in Unmengen.